Hallo zusammen. Ja, ich bin heute hier bei uns vor der Stadt beim Bauer hier. Da ein tolles Milchhäusel hier und verschiedene Produkte hier im Automat anbieten. Und ja, da holen wir auch das eine oder andere direkt vom Bauer hier. Aber deswegen bin ich nicht hier. Und zwar habe ich ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, das möchte ich heute Abend hier versuchen umzusetzen. Und zwar soll das, oder sieht es folgendermaßen aus, das Bild. Einmal mein Hauptmotiv, das relativ bildfüllend sein soll. Und im Hintergrund, im oberen Drittel, soll dann der Himmel erscheinen. Und den möchte ich aber drei verschiedene Varianten von Bildern machen. Also einmal den Himmel in dem Ist-Zustand, wie er jetzt ist. Und einmal dann bei Sonnenuntergang und einmal dann zur blauen Stunde. So das Bild im Kopf, wo ich habe, so die Idee dahinter. Jetzt hat man nur der Himmel aktuell bloß ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da war vorhin, waren Wolke da, aber die konnte man zählen. Und ja, jetzt ist er ziemlich zugegangen. Und da hoffe ich, dass er doch noch aufreißt. Das ist dann ein schönes Sonnenuntergangbild, also ein Abendrot da noch mit einfangen kann. Drückt mal die Daumen, dass das so klappt. Ja. Und um welches Motiv es geht, das seht ihr jetzt. Es geht um Sonnenblumen. Und zwar um die Köpfe, um die beide hier hauptsächlich. Die sollen mein Hauptmotiv bilden. Und da habe ich schön die Bäume da im Hintergrund. Und dann, wie ich ja schon sagte, den Himmel im oberen Drittel. Ja, ja, wie ihr das unschwer erkennen könnt, ziemlich bewölkt jetzt. Und da drückt man einfach die Daumen, dass der noch etwas aufgeht. Dass ich dann mein Abendrotbild mit Sonnenuntergang noch hinbekomme. Ja. Ja, das ist das Bild, das ich im Kopf habe und die Idee. Ja, ich werde das mal aufbauen und zum Equipment bin ich hier ordentlich vollgepackt. Da habe ich die D850 dabei. Und habt drauf das 35 mm mit der 1,8er Blende, also Festbrennweite. Da muss ich also im Abstand mit dem Stativ arbeiten. Aber Platz dazu habe ich ja genug. Und drei Stative habe ich dabei. Eins für die Kamera dann später, dass dann die Durchführung auch aufnehmen kann. Und die Sonnenblume, weil es jetzt halt immer dunkler wird. Und der Sonnenblumenkern ist ja recht dunkelbraun bis schon schwarz, dass man dann die einzelnen Körner drin sieht und die Struktur drin sieht, tue ich den dann mit der Taschenlampe anleuchte. Ja? Dass es dann auch wirklich schön die Struktur noch sichtbar ist, bis in die Tiefe rein. So die Idee im Kopf. Ja? Ich baue jetzt einmal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Würde mich freuen, wenn er dran bleibt. Bis gleich. Hallo. So, habe ich das alles aufgebaut und soweit in Position gebracht und meine Parameter eingestellt. Ich zeige es euch mal. Und zwar arbeite ich mit, habe ich mal Blende 6,3 eingestellt. Durch Stativ kann ich mit ISO 100 arbeiten und komme jetzt aktuell mit der Helligkeit auf 1/50 und habe auf die große Sonnenblume hier direkt vor mir scharf gestellt. Habe den Autofokus jetzt schon ausgestellt. Weil wenn es dunkler wird, werde ich da Schwierigkeiten bekommen, mit dem Autofokus
die scharf zu stellen und habe auch da nichts mehr vor zu verstellen. Deswegen kann ich den beruhigt deaktivieren. Bildstabilisator natürlich auch aus am Objektiv. Habe hier meinen Rollei Fernauslöser drauf für die blaue Stunde dann, dass ich da ja nichts mehr an der Kamera verstelle. Hier habe ich durch einen Schwanenhalsarm meine Taschenlampe schon positioniert, die dann auf die Sonnenblume dann später leuchtet. Ja, hatte ich ja schon eingangs erwähnt. So zum Aufbau. Ja, ich versuche mal noch von oben zu zeigen. Ich hoffe, dass man es hier vielleicht ein bisschen besser sieht. Da mit dem Schwanenhals, Taschenlampe. So, jetzt die Idee. Und ich hoffe, ja, so ein ganz leichtes Orange mit ein bisschen Fantasie ist da oben schon zu sehen, zu entdecken. Aber die Wolke könnte noch ein bisschen mehr aufreißen. Ja? Drückt mal die Daumen, dass das noch geschieht. Ja. Ich mache jetzt einmal das erste Bild mit dem Wolkenzustand und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? Bis dann. So, noch den Funkauslöser einschalten. Und ja, bin jetzt ja schon bei einem Vierzigstel, aber das ist ja nicht von Bedeutung, da ja die Kamera auf dem Stativ steht. Und werde jetzt hier mal mein erstes Bild machen mit der Himmelsstruktur. Okay, da ist mal etwas zu hell. Die Sonnenblumen sind auch schön klar, alle Strukturen zu sehen. Da werde ich mal mit der Belichtungskorrektur auf minus 0,7 gehen, den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Und noch eins. Ja, das gefällt mir schon besser. Wie sieht das Histogramm aus? Ja, das ist die Verteilung gut. Die Verteilung ist gut. Da habe ich jetzt eine schöne Himmelstruktur drin, schöne Wolke und noch blau drin. Ja, leider kein Orange oder Rot. Ich hoffe, da kommt noch was. Ansonsten werden es halt nicht drei geplante Bilder mit verschiedenem Himmel, sondern halt nur zwei. Ja. Dann hoffe ich, dass es wenigstens zwei werde. Drückt die Daumen, Leute. Ich mache noch zwei, drei. Ich werde auch dann die Bilder so schneiden, dass ich halt wirklich, sag ich mal, die zwei großen immer im Bild habe und noch die kleine links hier oben, wo die etwas höher ist. Und dann die im Hintergrund dann auch noch. Aber die gehen ja dann schon ziemlich unter. Und die beiden hier rechts und links, die schneide ich ab, weil die habe ich so gut wie gar nicht mehr drauf. Jetzt hat mit der Festbrille weiter, da müsste ich weiter zurückgehen. Und die auch nicht mehr, die habe ich nur noch leicht angeschnitten. Die will ich auch ganz aus dem Bild rausschneiden. Ja. Vielleicht werde ich noch ein bisschen das Stativ hier links positionieren. Tasche auf, Fernbedienung rein. Mal gucken, ob ich das, wie das dann besser wirkt, dass ich dann da. Ja, ja, ich glaube, das wirkt besser. Dann habe ich auch doch links genug Platz zum Abschneiden, dass die linke hier verschwindet aus dem Bild. Oder doch noch mit reinnehme. Aber dann habe ich zu viel einfach im Bild. Dann einfach. Obwohl, die würden schöne. Die rechts hier und die links hier, die würde einen richtig schönen Rahmen geben. So als Begrenzung rechts und links.
Das gefällt mir sogar besser, Leute. Ja, ja, das mache ich. Das mache ich so. Das gefällt mir sogar besser. Cool. Ja, so muss man einfach probieren, die Positionen verändern, um so einfach, ach cool. Schaut mal. Drüben ist einer mit dem Gaul und also mit dem Pferd und der Kutsche unterwegs. Klasse, schön, dass man sowas noch sieht. Toll. Zurück zum Motiv. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen zurückgegangen mit dem Stativ, dass ich die links hier und die rechts hier quasi als Begrenzung, als Rahmen benutze. Gefällt mir sogar besser. Und dann die Bäume hier im Hintergrund bilden schönen Kontrast zu den gelben Blüten. Da habe ich einen richtig tollen Kontrast. Ja. Muss ich das Ganze wieder ausrichten. So, nochmal scharf stellen, Autofokus ein. Scharf gestellt wieder auf die große Sonnenblume. Autofokus aus. Ja, das gefällt meinem Sucher auch. Und am Bildschirm, cool, gefällt mir besser. Gefällt mir absolut besser. Gut, dass ich es gemacht habe. So muss man einfach wirklich immer mit der Position ein bisschen spielen zum Motiv. Weil die erste, die zweite Position muss nicht immer die beste sein, ja. Ich denke da auch noch immer dran. Okay, klasse. Verbindung raus und go. Ja. Histogramm. Klasse. Passt super. Schön scharf gestellt. So. Jetzt habe ich das Sonnenblumenzentrum, wo ich ja schon vorhin sagte, so das dunkelbraune, schon Richtung schwarz gehende. Sehe ich jetzt die Struktur nicht im Bild, weil ich einfach zu weit weg bin, in Anführungsstriche. Und ja, mit der Taschenlampe jetzt vielleicht auch schon. Da muss ich jetzt mal sehen, ob ich das noch schaffe, mit der kleinen Taschenlampe ein bisschen auszuleuchten. Ja? Das probiere ich jetzt mal. Bis gleich. Da bin ich wieder. Habe jetzt mein drittes Stativ zum Einsatz gebracht, weil mit dem Schwanenhals hier bin ich einfach zu weg, da ist die Taschenlampe zu schwach, die ich hier habe. Und habe das Einbeinstativ hier zwischendrin positioniert und die Taschenlampe so angebracht, dass ich so nah wie möglich an die Sonnenblume dran kann, ohne dass die Taschenlampe im Bild zu sehen ist. Also die habe ich wirklich so ausgerichtet, die Kamera bzw. die Stativhöhe so gewählt, dass die Taschenlampe im Bild nicht zu sehen ist. Ob es wirklich was bringt, also bei der Helligkeit jetzt muss ich sagen, nein. Aber dann vielleicht später zur blauen Stunde, da bin ich mir eigentlich sicher, dass dann die Taschenlampe dann ihre Wirkung zeigt. Aber da muss ich noch Geduld haben. Ich habe jetzt schon 2-3 Bilder gemacht und ja, muss jetzt halt warten, wie sich der Himmel noch verhält und dann bis zur blauen Stunde. Ja, wir haben jetzt 8:30, 9:30 ist Sonnenuntergang hier bei uns. Also da muss ich jetzt noch Geduld haben. Ja, ich verstehe jetzt auch nichts mehr. Bleibt alles jetzt so, wie es ist und ja, muss jetzt warten. Würde mich freuen, wenn er dran bleibt. Also, bis später. Ich scheine Glück zu haben. Seht, da ist die Wolkendecke jetzt ein bisschen aufgerissen. Cool.
Ist zwar nicht ganz in der Blickrichtung von meinem Motiv, habe ich schon festgestellt, aber so noch die Ausläufer sind noch zu sehen. Und vielleicht habe ich noch Glück und der Himmel reißt hier noch Blickrichtung mein Motiv in der Verlängerung noch auf. Das wäre dann perfekt. Drückt mal die Daumen, dass es klappt. Jetzt schon mal an dieser Stelle den Schluss, das Ende des Videos, weil jetzt habe ich noch für die GoPro genug Licht. Hier, ich denke, ihr kennt alle die Problematik mit Licht und GoPro, sind ja die besten Freunde. Deswegen mache ich jetzt schon an dieser Stelle das Ende und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet und gebt mal eure Kommentare dazu, welche drei Bilder von euch, welche Versionen mit den drei verschiedenen Himmelhintergründen euch am besten gefällt. Würde mich freuen, wenn ihr da euch mal auslasst, eine Kommentare. Ansonsten, ja, bleibt gesund, munter, ja, lasst den Auslöser glühen. Leute, bis zum nächsten Mal, also tschüss. Ich muss jetzt noch auf die blaue Stunde warten. Ja. Also, tschüss. Ja, man kann es kaum glauben, durch das Warten jetzt auf die blaue Stunde, habe ich jetzt hier doch tatsächlich eine neue, bessere Position gefunden, wie ihr jetzt schon hier unschwer erkennen könnt, mit dem Sonnenuntergang. Da habe ich jetzt genau die Sonne in der Verlängerung zu meiner Kamera, wo es im Stativ steht. Und habe jetzt wirklich einen richtig, richtig coolen Himmel, wie man ja sehen kann. Und schön der Sonnenuntergang. Und die Hochspannungsleitungen sind links außerhalb vom Bild. Ja, das ist, wenn man ein bisschen ja, noch Zeit hat oder Geduld hat und einfach so rumläuft und auf einmal doch noch eine schönere Position findet. Habe dann auch schon 3-4 Bilder gemacht, in dem Zustand, jetzt, wo die Sonne steht, jetzt hat die schon ziemlich am Horizont am Untergehen. Es wird sich jetzt nur so um 10, 15 Minuten handeln. Dann dürfte sie weg sein. Und dann denke ich, habe ich noch ein schönes, knalles Abendrot. Und ja, dann muss ich auf die blaue Stunde warten. Ja. Cool. Hat sich gelohnt bis jetzt. Ja, wenn ihr Motive in Silhouettenform fotografiert, ist ganz wichtig darauf zu achten, dass ihr das Motiv anhand der Form im Bild sofort erkennt, um was es geht. Also von der Form her und der Kontur her ist ganz wichtig, weil das Motiv selbst ist ja dunkel oder schon schwarz, wo man dann nicht mehr sehen kann, um was es sich handelt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man anhand von der Form sofort weiß, um was es geht. Ja? Da bitte drauf achte. Ganz wichtig.